Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19, hier auf der Hot 21, der Hot Online Farm im Projekt. Schaffe ich es, alle Felder unter mir unter den Nagel zu reißen? Wir haben jetzt den zweiten Drescher erfolgreich hingestellt, wollte ich gerade sagen. Und werden jetzt mal kurz den Kurs editieren für die beiden Jungs hier. Kurs generieren, er hat nämlich noch gar keinen. Dann nehmen wir die 94, wir wollen zwei Vorgewände bei zwei Maschinen. Das passt. Wir machen natürlich rund das Ganze auf 13,50 Meter. Und dann... Let's go. Das sieht ganz gut aus. Anpassung am Fahrzeug. Nein, das ist hier vorne. Minimale Entfernung. 150 Meter und Fahrzeugverband aktiviert. Du bist links. Das ist schön. Und zu dir kommen wir jetzt auch. Siehst du, da haben wir den doch schon. Du bist rechts, das ist schön. Hochumfahrung deaktiviert, das ist ganz wichtig. Und 150 Metros. Jawohl. Passt. Und Fahrzeugverband noch aktivieren. Ersten Wegpunkt. Wir haben kurz angeschmissen, die Dreschhammel hier. Und dann kann es ja im Prinzip schon losgehen. Hier haben wir Fruchtumfahrung auch deaktiviert. Das ist ganz, ganz wichtig. Nächst passender Wegpunkt. Alle hopp. Und du, ersten Wegpunkt. Und warte mal deine 150 Meter. Jo, beide Feld 95 drin, passt. Also mit rund hat man vielleicht ein bisschen Verlust, so 10% oder so. Das ist aber für mich besser, weil die Drescher dann gleichmäßiger fahren. So, Drescher abtanken, 95, das Ganze fährst du, boah, fahren wir das jetzt gleich ins Bahnsilo? Ich würde sagen, ja. Super cool. Mhm. Wo ist denn der schwarze LKW? Da ist er, mit Elefantengras ein bisschen. Das werden wir aber hier ins Silo kippen. Und auch neue Elefantengras müssen wir auch neu anbauen. Also ist eine ganz wichtige Geschichte, dass wir das Heizkraftwerk nicht im Stich lassen. Aber wir können mal kurz einen Blick reinwerfen in die Pelletfabrik. Öffne Übersicht. Und wir haben schon 500.000 Liter Energiepellets. Bedeutet, wir können eigentlich mal den Weg einfahren vom Pelletwerk. Heizkraftwerk beliefern, das ist ziemlich nah dran. Da schicken wir ihn jetzt mal hin, dass er dann da ganz entspannt die... Pellets abholt und wir das Ganze dann ins Heizkraftwerk bringen können. Heizkraftwerk, kann ich die eigentlich schon befüllen, auch wenn ich die noch nicht benutze? Muss ich das Heizkraftwerk kaufen? Nein. Passt. Heizkraftwerk. Dann wollen wir uns doch mal den Reiter suchen. Ich habe nämlich Folgendes überlegt. Sägewerk, Molkerei, nein. Molkerei, Saft und Marmelade. Zucker, Pommes. Fabrik. Ich will Biodiesel herstellen. Ich habe gesehen, hier unten gibt es die Biodiesel-Raffinerie. Ziemlich weit abseits. Aber es gibt ein Bahnsilo in der Nähe. Was ist das? Achso, das ist der hässliche Kran. Die Raffinerie kostet sage und schreibe 225.000 Euro. Weil das mit der Mühle da ist, haben wir ja festgestellt, das ist Unsinn. Denn das Getreide, na gut, jetzt nicht.
Aber hier hast du jetzt 1176 für Weizen. Und für Mehl bekommst du 1100, also weniger. Ich weiß aber nicht, ob man mehr Mehl aus Getreide rauskriegt, aber eigentlich ist es ja andersrum, ne? Hier, Biodieselraffinerie, der Turm muss voll. Den machen wir dann voll, dass wir die Biodieselraffinerie in den Griff kriegen, weil Biodiesel aus Raps, gute Sache, finde ich toll, gefällt mir. Und wir haben hier auch schon einen Kurs. Weil Gärtnerei ist ein Kurs, da können wir jetzt auf jeden Fall mal eben kurz einen Trecker hinschicken. Ne, den nicht, wir nehmen den mit Aperion. Und passt ein bisschen besser dann. So, Felder nicht, sondern verkaufen, Gärtnerei und tschüss. Feld 91, Freunde. Oder das große, je nachdem. Wir haben gleich schon das erste Vorgewende genascht. Das ist super. Manchmal läuft's, ne? Manchmal gewinnt man und mal verlieren die anderen. Ja, der braucht aber auch immer so lange dahin. Ich habe das Gold dieser Karte übrigens noch nicht gefunden, obwohl ich schon gesucht habe. Ich wüsste nicht, welches es ist. Also ich bleibe ja bei Biodiesel. Biodiesel, sehr gut im Preis. 2600, kleiner Aral, ist zwar irgendwo, aber Biodiesel, ja, wenn man immer ein bisschen was herstellt. Brot ist vielleicht auch gut. Mal gucken, wo die Bäckerei ist. Vielleicht machen wir das ja trotzdem, dass wir dann die Bäckerei benutzen und dann einfach Mehl herstellen. Für Brot. Lachthaus, Lidli, Turmbaumarkt. Da ist die Bäckerei. Suchen. Das ist die Standardbäckerei, ne? Mehl, Milch, Zucker, Eier. Und daraus macht er dann Brot. Also aus richtig viel, gigantisch viel Zeug. Na, das ist zu teuer. Das ist einfach zu teuer. Das lohnt sich nicht. So viel Material, da kannst du auch einfach nur besuchen. Bier haben wir ja immer gerne gemacht. Anlieferung hier anmelden. Das ist Verkaufen bei der Brauerei. Das ist Produktion. Wir brauchen Weizen, Gerste, Hopfen. Aber Weizen, Gerste und Hopfen ist ja eigentlich easy. Wie ist die denn angelegt mit den Tanks hier jetzt? Und dann geht das hier so runter? Ist ja auch krass. Wie willst du denn das beliefern? Hier kannst du doch niemals mit dem LKW reinfahren. Oh, 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 oh. Das ist schon krass. Brauerei. Hier ist ein Träger. Könnte sein, dass das der richtige ist. Oder man holt hier ab. Hier wird ein Treber abgetankt. Man weiß es nicht. Seid ihr für Biodieselraffinerie oder seid ihr für Brauerei? Könnt ihr es ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr möchtet. Das ist doch auch schon wieder irgendwie so Molkerei, ne? Der macht nur aus Milch Molkereiprodukte. Und einen Kuhstall gibt es ja auch nicht auf der Karte. Irre, wie ist der Füllstand von den Dreschern? Ja, oh, das könnte gut Geld geben. Kurz einmal nachschauen. Fischwein. Weil Maissilage 1288. Die BGA wird gar nicht aufgelistet. Dann ist das wohl Standardpreis in der BGA. Sojabohnen. 2699. Und für die beide voll kriegen mit dem Feld.
Als nächstes kommt auf dieses Feld Silomais. Das wird dann gehäckselt und kommt in einen Fermenter. Das finde ich nämlich wesentlich angenehmer. Ach guck, genau hier wollte ich ja hin. So, pass auf. Jetzt ist es ja so, dass diese Linie hier blau ist und er hier reinfährt. So, und jetzt muss ich mal eben gucken. Ist das diese Kammer, wo wir die Dinger kriegen? Nee, dann ist es die andere. Und das spricht natürlich schon wieder dafür, dass wir ein kleineres Fahrzeug brauchen. Ich mache aber schon mal Aufzeichnung. Na, was denn jetzt? Auch nicht, oder was? Jetzt sag nicht, ich muss das alles mit Wechselbrücken machen. Abgebseite Kornschieber ist ja auch schon mal doof. Das sind doch Bunker. Da müsste doch eigentlich... Ach Mensch. Nee. Wo lädst du den Quatsch voll? Muss ich jetzt wirklich Wechselbrücken generieren? Na, das will ich jetzt wissen. Energiepellets, nee. Oder kann dieser Auflieger Energiepellets nicht? Bestimmt. Das ist natürlich eine gute Frage jetzt. Ich dachte eigentlich, die Kiste hier raus. Muss man da vielleicht rückwärts reinfahren? Ich werde auf jeden Fall das Rätsel lösen von den Energiepellets. Gibt es davon, es gibt ja immer diese Hot-Transport-Systeme. Silage und Pellets, das ist doch... Ich weiß es nicht. Ich werde es herausfinden. Denke ich. Aber du musst hier auch nichts anmachen oder so, ne? Oder hier irgendwie Fahrradständer. Oder es gibt irgendwo noch ein Rohr, was ich nicht gefunden habe. Aber ich habe eigentlich gedacht, dass es hier ist. Das ist das Ende von der Fabrik. Holzpellet AG. Kann man das aufmachen vielleicht? Oh Bruder. Mach mich jetzt nicht fertig. Yo, mit dem Radlader oder was? Ernsthaft?
kann ich mir nicht vorstellen. Das ist komisch. Wir werden sehen, was dabei rauskommt. An dieser Stelle, meine Lieben, wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Wenn du es noch nicht getan hast und willst wissen, wie es hier weitergeht oder in Thüringen oder im Mittelalter, dann lass ein Abo da. Aktiviere die Glocke, damit du nichts mehr verpasst. Aber am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du da draußen wieder mit dabei bist, wenn es heißt Dinge mit Axie auf meinem Kanal. Ich wünsche euch einen schönen Tag, euer Axie. Tschüss, macht es gut. Bis dann und ciao.